Ein Rennwagen, versteckt in einer Elektrolimousine. Das ist der BYD Hahn. In nur 3,9 Sekunden von 0 auf 100. Elektrischer Allradantrieb und beste Traktion bei jedem Wetter. Mit seiner Reichweite von bis zu 521 Kilometern ist die Luxuslimousine aus China bestens geeignet für Langstreckenfahrer. Angetrieben wird er durch eine BYD Blade-Batterie. Eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit einer Kapazität von 85,4 Kilowattstunden. Die zwei Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse entwickeln zusammen eine Systemleistung von 517 PS. Die maximale CD-Ladeleistung beträgt 120 Kilowatt und ermöglicht eine Batterieladung von 30% auf 80% in 30 Minuten. Durch seine innovative Vehicle-to-Load-Technologie kann man mit dem Hahn Laptop, Sportgeräte und andere technische Geräte laden, egal wo auch immer man gerade ist. Ein serienmäßiges, hocheffizientes Wärmepumpensystem ermöglicht eine Erhöhung der Reichweite im Niedrigtemperaturbereich. Die schlanken, reduzierten Konturen des BYD Hahn werden durch die sportlich abfallende Heckpartie betont und sorgen für Aufmerksamkeit. Die Frontpartie wirkt elegant dynamisch. Für kristallklare Sicht sorgen die Crystal Streamer Scheinwerfer in futuristischer Optik. Moderne LED-Heckleuchten in futuristischer Form erstrecken sich über die gesamte Breite des Fahrzeugs und setzen ein Statement in puncto Designqualität. Ein luxuriös anmutendes Interieur und hochwertige Materialien bieten stilvollen Komfort und runden den einzigartigen Look der Elektrolimousine ab. Der 15,6 Zoll große, zentral platzierte Multimedia-Touchscreen überzeugt durch gestochen scharfe Auflösung und einfache Menüführung. Die Augen auf der Straße und trotzdem alles Wesentliche im Blick hat man durch das serienmäßige Head-Up-Display. Frontpassagiere können über ein multifunktionales Bedienpanel in der Armlehne der Rücksitze Komforteinstellungen individuell vornehmen. Für beste Bremsleistung sorgt hier das neueste Integrated Power Brake System von Bosch und Brembo Bremssättel. Erhältlich ist das BYD Flaggschiff ab einem Preis von 70.800 Euro.